Für die Warschauer ist dies ein völlig neuer Anblick. Eine Barrikade rund um ihr Parlament Sejm. Die Regierung hat ein Großaufgebot der Polizei geschickt, das jetzt den friedlichen Demonstranten gegenübersteht. Ich habe Angst. Ich will nicht, dass meine Kinder einen Kriegszustand erleben, wie ich früher zu Solidarność-Zeiten. Gekommen sind sie aber wegen dem, was hinter den Absperrungen passiert ist. Die Regierungspartei PiS von Jaroslaw Kaczynski hat in diesen Tagen Gesetze verabschiedet, die aus Sicht der Demonstranten nur ein Ziel haben, die Abschaffung der unabhängigen Justiz. Katarzyna Lubnauer ist zu den Demonstranten gekommen. Sie ist die Vorsitzende der Oppositionspartei Nowoczesna. Für sie ist klar, Kaczynski will die Gewaltenteilung abschaffen. Ich glaube, sein Ziel ist, die vollständige Kontrolle des Staates zu übernehmen. Nicht nur die Exekutive und die Legislative, was noch normal wäre, sondern auch die Judikative. Ein ganz harter Angriff auf das Rechtssystem. Die Sprecherin der Regierungspartei PiS macht einen großen Bogen um Demonstranten und Journalisten. Weder die Schimpftiraden ihres Chefs Kaczynski noch dessen Gesetze will sie kommentieren. Kritische Fragen mögen die PiS-Politiker nicht. Unsere Interviews etwa wurden abgelehnt. Über ihre eigenen Kanäle beschreiben sie aber in etwa, was sie mit der Justizreform vorhaben. Sie wollen christliche Werte in die polnischen Gesetze einbauen und sie wollen das Rechtssystem von Kommunisten befreien. 28 Jahre liegt das Ende des Kommunismus in Polen zurück. Selbst junge Richter von damals wären inzwischen im Rentenalter. Wir treffen Waldemar Żurek, selber Richter und Vorsitzender des Landesrichterrats. Der Kommunistenvorwurf, für ihn absurd und nur ein Vorwand. Er fürchtet, Kaczynski will mit Hilfe der Justiz nur die eigene Macht sichern. Das oberste Gericht ist dafür da, die Rechtmäßigkeit von Wahlen und die Parteienfinanzierung zu prüfen. Wir haben die große Sorge, dass sie das oberste Gericht aus einem bestimmten Grund ausschalten wollen. Sie wollen auf die nächsten Wahlen Einfluss nehmen. Den 100. Geburtstag begeht das oberste Gericht gerade, aber einen Grund zu feiern hat es nicht. Die neuen Gesetze sehen vor, dass alle 83 Richter hier entlassen werden. Nur Kaczynskis Justizminister kann Ausnahmen machen. Auch deshalb fand hier die bisher größte Demonstration statt. 10.000 Teilnehmer, aber immer noch eine Minderheit. Hier gab es in den letzten Tagen immer wieder große Demonstrationen gegen die polnische Regierung. Aber vor 2 Wochen ist auch hier der größte Unterstützer der polnischen Regierung aufgetreten, US-Präsident Donald Trump. Seine lobenden Worte waren für viele Kaczynski-Anhänger der Beleg, dass Polen auf dem richtigen Weg ist und dass es international alles andere als isoliert ist. Zum Parlament bringen die Demonstranten inzwischen Zelte mit und geben nicht auf. Ich hoffe, die Europäische Union hilft uns. Es ist nur eine kleine Hoffnung, aber für viele die letzte.